Und damit hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ghost of Tsushima. So, wir sind ja auf dem Weg hier die einzelnen Teile der Rüstung zu holen. Wow. Im letzten Video haben wir uns ja die Technik des Flammenschwerts angeeignet. Ups, hab ich gar nicht gesehen, dass hier so ein Typ besteht. Und jetzt Penguin. Da ist ein dummer Hund. So, noch jemand. So, das war Nummer Uno. Alles wird wieder gut. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Ihr seid sicher. Naja, gut, ob das der beste Tag ist. Der beste Teil deines Tages vielleicht. Aber ich würde nicht behaupten, dass das der beste Tag deines Lebens ist. Ach, das ist ein Pferd. Ein dicker Wok. Da stehen welche. Da ist niemand. Was ist denn das? Ein Wal? Jo, ist ein Wal. Ja, halt. Stell an. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Geht. Gebt auf euch acht. Ja, der Witz ist, da läuft einer. Da läuft noch einer. Digga, ist er mit anstatt mit drei Leuten zu überwältigen? Die wurde mal sauber abgetrennt, wa? Gut, der sieht ein bisschen komisch aus, der Wal. Und da steckt ja Puna einfach mal 10 Meter drüber. Gut. Da ist noch ein Wal. Machen die denn jetzt beten? Es geht. Ich bin nicht sicher.
Was, wenn ich hier Gnade weinen lasse? Kommst du selber nicht? Wird wieder gut. Es ist vorbei. Ich danke euch. Vorsicht da draußen. Geh doch da runter. Meine Herren. Wo ist das Haus da? Okay, wie komme ich da hoch? Ah, da. Nein, wir sehen uns. Ja, entspann dich. Ich bin auch noch nicht fertig, oder? Ehrenhaft, das ist jetzt. Die wird einfach nur alle gemetzelt. Der Krieger, der ist gestorben. An einem Zeitpunkt, als Jin ins Exil musste. Bitte befreit mich! Ich bin noch dabei. Hab Dank, Fürst Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Fette geht nur mit alle Schwarzpumpen. Hm, können wir machen. So. Ich schalte sie nacheinander aus. Hui! Harvo!
das Harvard Weiße! Nikolos Agdaharsidic! Sumon Hurum! Hörtla! Ich rufe mich nicht. Die töten mich. Hörtla! Ich bin hier. Alles wird wieder gut. Mein Herr, es muss euer Schicksal sein, hierher zu kommen. Das Rüstungsteil wurde uns von seinem Schöpfer anvertraut. Er floh vor den Mongolen. Es wurde für Khotun Khan angefertigt. Doch nun werde ich es tragen. Danke, dass ihr es aufbewahrt habt. Natürlich, mein Herr. Ein Helm. Teil einer Mongolenrüstung. Okay, die könnte geil aussehen, aber bin mal gespannt. Bin auch noch verfügbar? Achso. So. Okay, der ist schon tot. Den gerade zerhackstückelt. Hab ich den schon fertig gemacht, den Kommandanten? Mein Herr, etwas Seltsames geht in der Mühle von Sago vor sich. Mongolen? Ich weiß nicht. Alle laufen herum, als lebten sie in der schlimmsten Hölle und sagen, alles sei in Ordnung. Klingt, als wäre es das ganz und gar nicht. Ich sehe nach. Teil Nummer 2. In die andere Richtung. Oder ich bin offenbar schon mal auf dem richtigen Weg. Das Pferd sieht richtig ranzig aus. Was ist denn? Schon da. Bald seid ihr frei. Die Mongolen, die mich fingen. Wahrhafte Riesen waren das. Hände so groß wie mein Kopf. Ganz sicher?
Vielleicht wirkten sie nur groß. Oder ihr bekamt einen Schlag auf den Kopf. Ich denke mir das nicht aus. Schön wär's. Sie haben ein Lager an der Brücke am zischenden Bach. Da gelangt niemand vorbei. Ich muss nicht vorbei. Nur hinein. Machen wir. Da müssen wir auch noch hin. Warum klappt das nicht? Lass sie mal gegen den Bären kämpfen. Du leist keine Lust und keine Zeit. Komm! Kuschelige Witter, ich hab dich weggebeamt, weggeflötet. Meter 60, ich sehe hier gar nichts. Ach, da unten. Mist, wie komme ich denn da jetzt runter? Herausgefordert. Finn, halt rad! Wait! Such den Heimer schließt dir so! Windwell, Hahn! Ja, wir klippert die auch immer eine Fahne. Yeah!
viel Spaß. Was? So. Hier wird nichts. So. Was ist denn jetzt Schwarzpulver versteckt? Da ist er. Doch nicht. Ist runtergefallen? Ja, langweilig. Der andere jetzt hin.
Da ist aber ein Klo. Wo hat er denn die... Da hinten. Hier steht's. Ganz coole Socke. Das kann ich, keine Geisterwaffen eigentlich in den Kopf einsetzen. Was? Alter, was? Boah, die Rüstung ist einfach hart scheiße. Zack. Ja, das war aber ein cooler Move, ey. Ich glaube, die Geisterrüstung ist so anfällig, ne? Gut. Ich werde mal aber erstmal die verbessern. Dann kann ich am nächsten Video mal dahin gehen. Wissen, wie die Geisterrüstung weit aussieht. Gut, nice. Am besten, Alter. Ich glaube, Geschenkaltar ist auch noch was Neues. Jin, hier drüben. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht. Können wir noch reden? Oder die? Entsetzliche Dinge geschehen auf den Straßen von Sago, mein Herr. Die Mongolen kontrollieren die Menschen gern durch Angst. Das hier war aber mehr. Ich sah sie einen Mann an einem Baum aufhängen. Vor den Augen seines Vaters.
Ich höre noch die Schreie des Vaters. Ich finde sie, bevor sie noch mehr anrichten. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Es gibt nichts Stärkeres. Danke. Wollt ihr eine ehrliche Antwort von mir? Bleibt stark und standhaft. Guck, wie sieht sie denn jetzt aus? Oh, Licht. Ja, sieht aber ganz nice aus, wa? So. Achso. Okay, da hat die Schulterpanzer zugekriegt. Und den Anteil. Kaputte Samurai-Rüstung. Samurai-Clan-Rüstung. Okay, gut. Naja, salut Leute. Wie immer sagen, dann bin ich auch mal hier das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal Daumen da rum da. Wir haben echt gut, wir sind überfallen. Und dann machen wir im nächsten Video erstmal dieses eine Lager. Das ist das Lager. Da brauche ich noch nicht hingehen, weil das eine Mission ist. Und dann machen wir dies hier. Rüstung eines mongolischen Kommandanten. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht, ey. Das würde mich echt mal interessieren. Wie die aussieht, ey. Oh, das werden wir wohl jetzt im nächsten Video erfahren. Ich kann hier auch noch hin. Die Entscheidung eines Vaters. Guck mal, da fehlen mir eine. Und da fehlen einfach noch 12. Mal gucken. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall noch nichts mit dabei. Wäre ich gut und sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt aber einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit euch.